Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos hatte für euch am Start. Mittlerweile hatten wir alle ein wenig Zeit, um die neuen Informationen zum bevorstehenden Blood Money DLC zu verdauen, uns einen ersten Eindruck zu verschaffen und den Trailer anzugucken. Der wird heute natürlich im Detail analysiert. Euer erster Eindruck war zuweilen positiv, größtenteils würde ich sagen vorsichtig optimistisch, so wie ich auch selber. Man muss sich eben ein bisschen im Hype zügeln, man kennt es ja von Rockstar, dass man da leicht bei zu großer Erwartungshaltung enttäuscht werden kann. Von dem her völlig verständlich, dass auch einige eher wirklich niedrige Erwartungen halten wollen, ganz bewusst, obwohl die Neuigkeiten wirklich nicht so schlecht klingen. Und eine Sache, damit möchte ich anfangen, ist mir tatsächlich entgangen, denn die ist ein bisschen unklar im deutschen Newsartikel, aber steht ein bisschen anders im Englischen da. Und zwar geht es hier um die Gelegenheiten, quasi das, was wir uns sozusagen verdienen mit diesem Kapitale, mit der neuen Währung, die wir bei Guido Martelli abgeben können. Kurz zur Auffrischung, wie man die erhalten kann, entweder im Free Roam durch dynamische Events, zum Beispiel Lager oder Häuser finden, indem man die dort plündern kann, oder bei fremden Personen, die in der Vergangenheit immer die bösartigen fremden Personenmissionen angeboten haben, die werden jetzt auch einen neuen Missionstyp haben namens Verbrechen. Aber wenn ihr jetzt genügend Kapitale habt für Guido Martelli, erhaltet ihr Zugang zu den Gelegenheiten. Und hier steht wortwörtlich im Newswire folgendes. Jede dieser Gelegenheiten zeigt neue Herangehensweisen auf. Belauscht Gespräche oder haltet nach wichtigen Zielen Ausschau, um neue Wege zu entdecken, wie ihr die Position des Politikers schwächen könnt. Und hier hatte ich gedacht, dass einfach nur jede dieser Gelegenheiten für sich genommen eine andere Herangehensweise hat als die nächste. Davon wird es insgesamt drei geben, wovon uns am Anfang erstmal nur eine zur Verfügung stehen wird. Aber tatsächlich ist das falsch übersetzt, beziehungsweise nicht gut genug übersetzt, denn im Englischen steht hier: Each opportunity can reveal various approaches to the task at hand. Also im Prinzip, dass jede von diesen Gelegenheiten für sich genommen schon verschiedene Herangehensweisen hat. Das heißt, dass diese Missionstypen wiederholbar sind mit anderen Vorgehensweisen. So wie wir das auch von den GTA-Heists kennen, dass wir da sagen können, hey, wir gucken uns erstmal um, ob es da noch verschiedene Eingänge gibt, zum Beispiel beim Casino-Heist war das ja ein riesiges Ding, dass man sich im Freeroom quasi umgucken konnte, ob man zum Beispiel vom Dach einsteigen kann oder ob es unterirdischen Zugang gibt oder ähnliches. Und dann könnte man auch sagen, möchte ich das Ganze lieber auf dem Ballerweg bewältigen, möchte ich das Ganze lieber schleichmäßig. Und das war genau die Information, die mir noch gefehlt hat. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie Rockstar das umsetzen wird, um für Abwechslung zu sorgen. Wir werden ja mehr oder weniger Raubmissionen vollführen bei diesen Gelegenheiten, denn wir sollen ja die drei Juwelen besorgen. Und die wiederum werden wir wahrscheinlich klauen müssen von diesem Politiker. Also, die Verbrechen sind eher so kleinere Heist-Vorbereitungsmissionen und die Gelegenheiten sind dann anscheinend wirklich richtige Heists. Was dann auch wieder Sinn machen würde, dass nicht alle auf einmal kommen, weil man die wahrscheinlich locker eine Woche lang zocken kann und immer noch nicht alles gesehen hat. Also das könnte schon wirklich recht reichhaltig sein. Aber ich will euch nicht zu sehr hypen. Wie gesagt, Erwartungshaltung trotzdem gering halten, dann kann man ja nur positiv überrascht werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch nochmal kurz auf den anderen News-Artikel ein, den es ja auch noch gab zu den Quick-Draw-Clubs, den ich noch gar nicht behandelt habe, während ich euch schon mal die Trailer im Hintergrund laufen lasse. Die Detailanalyse gibt es dann im Folgenden. Jetzt neu der Quick-Draw-Club. Schnellfeuerpässe für alle Banditen in Reddit Online. Der Quick-Draw-Club ist eine Reihe von vier schnellfeuernden Pässen, die als Teil des neuen Reddit Online Updates Blood Money einer nach dem anderen erscheinen werden. Die Inhalte des Clubs und seiner Pässe wurden speziell für die Persönlichkeiten der kriminellen Unterwelten des Grenzlandes zusammengestellt. Die Mitgliedschaft im Quick Draw Club bringt auch exklusive Belohnungen, Boni und Gegenstände, die euch das Leben am Rande des Gesetzes erleichtern. Los geht es mit dem bekannten Outfit eines berüchtigten Bandenanführers. Ja, natürlich, wir wissen alle, das Outfit von Dutch, Dutch's Redcliffe Outfit, als Teil des Quick Draw Clubs Nummer 1. Dazu gibt es noch die White Church Variante des Cattleman Revolvers, also eine Variante gibt es da gratis. Sah jetzt nicht so beeindruckend aus, sah eigentlich nur aus, als ob es eine andere Gravur wäre. Also kein richtiger neuer Skin so gesehen. Es gibt außerdem noch das Rush Ward Hemd, das ein weißes, cooles Hemd ist, und den Furcroft Hut. Und dazu noch natürlich die 25 Goldbarren, also rein theoretisch. Kosten zwar alle 4 Quickdraw Clubs zusammen 100 Gold für 100 Ränge, was viel mehr ist als normalerweise, aber
Auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, dass wenn man jeden beendet, bekommt man ja immer die 25 Gold zurück. Also braucht man nur am Anfang für den ersten Mal 25 Gold zusammenzubekommen. Und dann kann man sich jeden weiteren auch leisten. Die Einstiegshürde ist demnach nicht ganz so hoch, als wenn ein großer Pass mit 100 Rängen für 40 Gold kommen würde. Ich denke sowieso, das ganze Update ist sehr neueinsteigerfreundlich, weil man für die neuen Aktivitäten auch keine Goldkosten hat. Und ich denke, Rockstar weiß das und macht das ganz bewusst, weil sie einfach sehr viele neue Spieler oder Veteranen, die schon lange nicht mehr gegrindet haben, wieder zurückbringen wollen. Sie brauchen einfach eine größere Spielerschaft, die auch konstant am Ball bleibt, weswegen auch diese Quick-Draw-Pässe in 4 Stück aufgeteilt wurden, wovon jeder nach ungefähr einem Monat kommt, um uns bis zum nächsten Halloween-Update Gesellschaft zu leisten. Und der Halloween-Pass Nummer 2 ist natürlich auch kostenlos, wenn ihr diese 4 Quick-Draw-Pässe kauft. Im Zweifel macht ihr damit sogar also Netto-Gewinn, als wenn einfach nur ein großer Pass gekommen wäre. Eine super Aktion, wie ich finde. Und letztes Mal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gab es nicht einmal Gold zurück beim Halloween-Pass. Da gab es einfach nur sehr viele coole kosmetische Sachen, wie zum Beispiel auch ein Bardekor, das ich tatsächlich immer noch benutze, und auch die Machete, die ich am Anfang des Videos genutzt habe, um ein paar Leute zu zerschnetzeln. Also da sind eigentlich immer ganz coole Sachen dabei, man darf gespannt sein. Der erste Quick Draw Club läuft vom 13. Juli bis zum 9. August, was da drin ist, haben wir schon besprochen. Der zweite vom 10. August, also direkt den Tag danach, bis zum 6. September. Dabei ist das Rowbearer Outfit, das wirklich ziemlich indianermäßig angehaucht ist, gerade natürlich der Mantel bzw. die Jacke. Fransen an den Ärmeln sieht wirklich ziemlich cool aus und das ist natürlich etwas, das sich viele Leute gewünscht haben, dass es mehr Indianer-Klamotten gibt. Es gibt den Haverhill-Hut, was ein klassischer Cowboy-Hut ist, und der Patronenschutz. Und der sieht wirklich cool aus, wie ich finde. Und ich weiß jetzt schon, dass ich den wirklich an jede meiner Waffen packen werde. Der Lederschutz ist mir mittlerweile zu simpel und der Stoffschutz ist mir irgendwie zu wild und konfus. Der Patronenschutz ist da wirklich perfekt geeignet. Für mich tatsächlich ein Highlight. Vom 7. September bis zum 4. Oktober läuft dann Nummer 3. Da gibt es dann das Beatnell Monokel, was ein bisschen Steampunk-mäßig daherkommt. Es gibt ein Backshot-Messer, also tatsächlich ein neues Messer. Die Layham-Jacke, die wir nur von hinten sehen, also da ist schwierig zu sagen, wie die wirklich ausschauen wird. Und die Gallywood-Handwickel, die eher zu sowas wie dem Halloween-Pass passen würden. Sehen sehr komisch aus. Es gibt vom 5. Oktober bis zum 27. dann den letzten Pass mit der Ibarra-Variante für die Mauserpistolen. Das Ganze sieht mir auch eher wie eine Gravur aus, als wirklich ein Waffenskin, aber immerhin sind diesmal die Griffe türkis, das ist auf jeden Fall neu. Es gibt dort drin den Hunting-Dog-Mantel, so ein bisschen Kuhfleckenmäßig. Den Förster-Poncho, so einen richtig schön fälligen Poncho, hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Und das Dunster-Outfit, diesmal sogar mit einer offenen Jacke. Hey, wer ist Rockstar? Macht's einfach bei allen. Westen und Mänteln und Jacken so, dass man optional offen oder geschlossen tragen kann. Das wäre mal wirklich etwas, das sich die Community wünscht. Aber vielleicht kommen da ja noch ein paar Sachen. Ich denke, im Newsartikel haben sie schon die größten Highlights natürlich besprochen, aber wie wir wissen, hebt sich Rockstar auch immer noch so ein paar Highlights für den Update-Tag selbst auf. Gerade Pferde oder neue Waffen werden auch immer erst dann erwähnt, weil das im Großen und Ganzen doch eher Kleinigkeiten sind, die nicht unbedingt neue Spieler anlocken. Aber wo wir gerade schon davon sprechen, natürlich müssen wir auf den Trailer eingehen, der mittlerweile schon 1,3 Millionen Views hat und eine überaus positive Bewertung. Anders als noch zur Kopfgeldjäger-Erweiterung oder ganz schlimm war es dann, als nur Outlaw Pass Nummer 5 rauskam und es ansonsten keine neuen Inhalte gab. Da waren natürlich viele Leute zu Recht sauer. Also gut, im Trailer gibt es natürlich erstmal viel zu sehen, was wir schon wissen. Also, dass wir Züge überfallen können, dass wir Häuser überfallen können, dass wir aus Kisten dieses Kapital herausnehmen, was im Prinzip so kleine eingerollte Schatzkarten sind. Das haben wir schon verstanden. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich im Free Roam passieren kann oder ob das wieder in eigenen Lobbys ist. Ich vermute ja, dass zumindest die Heists bzw. Gelegenheiten, wie sie hier genannt werden, in eigenen Lobbys stattfinden werden, denn es gibt hier eine kleine Intro-Sequenz, wie auch bei den legendären Kopfgeldjagden mit dem gleichen Filter drüber, der wahrscheinlich am Anfang spielen wird, bevor wir in diese eigene Lobby reinteleportiert werden. Und Heists, wissen wir auch aus GTA Online, ist ja meistens, also die Ausführung der Heists zumindest, ist dann wirklich auch in der eigenen Lobby, dass man da nicht gestört werden kann von Unruhestiftern, von dem her absolut verständlich.
Und diese Juwelen sind noch sehr mysteriös. Man hat ganz kurz gesehen, auch bei diesem Videoclip, dass einer da quasi nach geschürft hat. Ist aber wahrscheinlich auch einfach nur Teil dieser Intro-Sequenz und nichts, was wir aktiv machen können. Ansonsten sehen wir da ein paar Ausschnitte aus der Intro-Cutscene mit Guido Martelli, der ja unser Ansprechpartner sein wird für die neue Rolle, die ja keine neue Rolle sein wird. Also ich bin sehr gespannt, wie das da mit der Progression vorangeht, ob wir da gleich alle Missionen machen können oder ob wir erstmal ein bisschen was langsam hocharbeiten müssen und ob wir vielleicht auch in der Villa von Bronte irgendwas anstellen können, vielleicht eines der Büros kaufen oder uns da einkaufen. Daneben gab es noch eine interessante Szene, wo Leute eine Fackel in der Hand hatten, während sie geritten sind. Könnte sein, dass man das aktiv machen kann wie die Laterne. Im Singleplayer geht das ja, glaube ich, sogar schon mit einer Fackel. Also ist gar nicht so weit hergeholt, könnte aber auch einfach nur eine Cutscene sein. Schwer zu sagen. Und ansonsten gab es halt die Klamotten. Das waren, soweit ich gesehen habe, nur lauter bekannte Sachen. Bis auf eine ganz kurze Sequenz, wo man eine Pferdedecke gesehen hat, die, glaube ich, neu war. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Zumindest das Emblem an der Seite von der Satteldecke kam mir nicht bekannt vor. Ansonsten, falls ihr noch andere Klamotten entdeckt habt, die ich übersehen habe, gerne in die Kommentare damit. Ihr habt ja viel mehr Augenpaare als ich, von dem her kann es ja sein, dass ich da was übersehen habe. Ich glaube, ansonsten ist nur noch zu erwähnen, dass der Typ mit der Gitarre noch ein bisschen mysteriös ist. Der wurde tatsächlich synchronisiert und performt von einem sehr liebenswürdigen Musiker, der auch dann gleich getweetet hat, dass er sehr aufgeregt war, die Gelegenheit zu bekommen. Kann man noch nicht viel rauslesen, ob der ein Charakter sein wird, auf den wir treffen würden, ob das Ganze nur für so ein bisschen Fluff und Flavor noch dabei ist. Keine Ahnung. Wir haben halt gesehen, dass wir Züge überfallen können, dass wir auch in einem Bild sowas wie Gefangene rausholen müssen aus dem Zug. Es waren allerdings alle die keine Personenzüge, sondern die ganz normalen Warenzüge, die wir schon im Freeroam haben. Also leider keine richtigen Züge, wo wir Passagiere überfallen können im Freeroam. Das wäre auch wirklich zu schön gewesen. Es wird noch was aufgesprengt, was so ein bisschen aussieht wie eine Bank, aber kann man nicht so richtig zuordnen. Zumindest steht es im Raum immer noch, dass man wohl Banken ausrauben kann in diesem Update. Ich hoffe zumindest drauf. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Falls euch noch was aufgefallen ist, wie gesagt, was ich übersehen habe, dann gerne in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich mich jetzt erst einmal verabschieden, das Video war auch lang genug. Und wie immer gibt es noch einen kleinen Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris oder Joker, René, Markus, Matze, Big Chris TV, Lil Assassin, der Lukas, Gerald, Chili Tom, Christian, Kimi, Grey Shooter, Adias Offiziell, Noxy, Sonic und Mary. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und Ciao. Boom, ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.